Herzlich willkommen zurück zu Sky Saga Alpha 7 mit Arezu. Ich bin Arezu und immer noch in dem Abenteuer, das ich vorhin angefangen habe, also in der letzten Folge. Hoppala. Und gerade noch dabei, Mondeisen etwas zu farmen, bevor ich mich dann auf den Weg mache, eine Höhle zu suchen, in der ich dann Keystones sammeln möchte. Ich brauche 32 mal Mondstein, damit ich mir meine Waffen herstellen kann, wie ich sie haben möchte. Und deswegen mache ich hier alles kaputt. Guten Tag, Loot. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und auch nicht, was das bedeutet. Aber es sind die neuen Hauptgegner, wie es aussieht. Aua. Okay, offenbar geht's hier dann nach unten. Aber ich will ja noch gar nicht nach unten. Na, na, na. Hört auf mich zu schießen, das ist nicht nett. Nein, hier auch nicht. Wenn ihr kämpfen wollt, müsst ihr rauskommen. Eigentlich wäre es gar nicht so schlecht, mal reinzugehen, um dort zu kämpfen dann gegen die, denn ich kann ja auch die Voice Seals gebrauchen, diese fallen lassen. Deswegen machen wir mal auf. Außerdem muss ich die Goldschwerter testen. Hoppala. Na. Autsch. Autsch. Hoppala. Na, bleib stehen. Bleib stehen. Danke sehr. Und zack. Jetzt hat natürlich leider keiner was fallen gelassen, was entsprechendes. Ist hier unter? Nee. Ich dachte, da ist vielleicht noch ein Weg nach unten, wo man dann schönes Zeug findet. Und jetzt haben wir tatsächlich die 33 und damit genug. Dann bin ich jetzt auf der Suche nach... Oh, noch ein Fenster. Auf der Suche nach einer Höhle oder ähnlichem, wo ich Keystones finde. Das sind Skitterlings und keine Keystones. Entschuldigung, ich muss... Aua! Die greifen aber schnell. Was haben wir da? Noch mehr Skitterlings und keine Keystones. Oh, hier haben wir eine Höhle. Hier haben wir Eisen. Das brauche ich nicht. Graueisen. So. Wölfe, Soundfangs. Aua! Aua! Nein, keine Keystones. Nichts. Oh, eine weitere Hütte. Sehr schön. Whale Männer. Hoppala. Gegen wen kämpfen wir denn hier? Gegen einen Champion. Geh weg. Geh weg. Hoppala. Das ist schön, ich muss nur warten, bis er nah genug rankommt mit seiner aufgeladenen Attacke. Jetzt hing er fest, da hätte ich schön meine Ausdauer regenerieren können. Oh, macht das schon wieder. Oh. Da habe ich wohl zu stark zugeschlagen. Was haben wir denn in der Truhe? Bisschen Wolle, bisschen Eisen, was man eben so findet. Hallo? Aua! Ach, hier habe ich dich hingeschlagen. So. Das war dann der. Das
So, das sieht aus, als wäre es genau baugleich mit der Hütte, die ich schon durchsucht habe. In diesem Fall müsste ich hier noch irgendwo im Weg zu einem Keller sein. Und da ist er auch. Hoppala. Was ist denn hier so Wichtiges im Keller, dass es von der Wache beschützt werden muss? Also wenn der Loot in der Kiste jetzt nicht wirklich umwerfend ist, dann bin ich enttäuscht. Und ich bin enttäuscht. Es werde Licht. Hier kriegen wir öfter Pelze raus, deswegen war das noch kaputt. Geh kaputt! So kriege ich nichts raus, verdammt. Wenn man das zerschlägt, kriegt man auch nichts. Schade. Okay, weiter. Immer noch auf der Suche, uppala, nach einer Höhle mit Keystones drin. Die sind offenbar tatsächlich seltener geworden. Ich habe in der letzten Folge schon erwähnt, dass das meiste tatsächlich mehr geworden zu sein scheint. Aber, aua. Keine freiliegenden Keystones. Hier auch nicht. Zumindest bisher nicht. Auch nur Graueisen. Ah, was haben wir hier? Einen Wolf und einen Bären und. Ah, einen Weg tiefer rein. Voxlings, okay. Die. Oh, hier haben wir tatsächlich viele Keystones. Die Voxlings sind offenbar keine Minecreeper. Ah. Aber sie droppen das Powder, das Gunpowder, das ist sehr gut. Die definiere ich nicht als Tiere, die Voxlings. Und in diesem Falle scheint das sogar zu stimmen, denn die scheint sowas wie eine Ausgeburt der Keystones direkt zu sein. Sonst könnte ich mir nicht erklären, warum die Keystone-Fragmente droppen. Na gut, sie könnten vielleicht die gegessen haben. Aber wer ist Keystone-Fragmente? Auf jeden Fall werden wir demnächst wohl in ein weißes Abenteuer gehen können. Mal ein bisschen Abwechslung von dem ganzen Grünzeug. Da. Wie viel haben wir? 42. War ja klar. Warum gucke ich da überhaupt noch nach? Ne, die Voxlings. Die Frage, ob ich sie als Tiere definiere, hat sich mir gestellt, als ich gelesen habe, dass die tatsächlich etwas haben, das ich haben möchte, nämlich dieses Schießpulver. Und eigentlich jage ich ja Tiere wirklich ungern, wenn es nicht, ja, notwendig ist. Und auch wenn ich das Schießpulver gerne haben würde, ist es nicht wirklich notwendig. Wenn ich jetzt also keinen Beweis dafür kriege, dass die Voxlings eigentlich total friedliche Tiere sind, sondern die Monster, für die ich sie halte, dann kann ich weiter fahren. Ich weiß nicht, ob ich den Satz gerade so vollendet habe, wie ich hätte vollenden müssen, um die richtige Botschaft zu vermitteln. Weil ich nicht ganz sicher bin, wie ich den Satz angefangen habe. Was ich sagen wollte, ist, dass ich die Voxlings
so lange als nicht als Tiere sehe, bis irgendjemand mir bewiesen hat, dass es Tiere sind. Was ist denn das hier? Ist das auch? Oh, das ist direkt Mondeisen. Sehr schön. Mal kurz. So. Ist doof, wenn man nicht sieht. Also zumindest ohne natürliches Licht sieht das einfach nur aus wie, ja, das Eisen. Also das Graueisen. Bloß nicht ganz so hübsch. Einfach nur ein bisschen matt. Ich hatte eigentlich vermutet, dass es um einiges besser auffallen würde, wenn ich das mal in der freien Wildbahn sehe. Und dann sind das vielleicht auch. Ja, tatsächlich. Das sind auch Mondeisenvorkommen. Also hier haben wir tatsächlich eine ganze Menge Mondeisen. So. Da-da-da. Wer weiß, wie oft ich das jetzt links liegen lassen habe schon. In anderen Folgen. Doch nicht einfach wertvolles Zeug so unscheinbar machen. So, wie viel haben wir jetzt? 71. Okay, aber jetzt, wo ich weiß, dass es gar nicht so rar ist, vielleicht brauche ich das ja gar nicht so sehr. Das hier müsste... Hoppala. Entschuldigung. Ich muss mal kurz was abpacken. Ne, das hier ist Graueisen. Okay. Aua. Da hat mich noch einer erwischt. So, raus hier. Und ich denke, jetzt kann ich mich auch mal auf den Weg nach draußen machen. Also wirklich nach draußen aus der Welt raus, nicht nur aus der Höhle. Hoppala. Oh. Da hinten ist schon wieder ein Haus in den Wolken. Nicht so beeindruckend wie eine ganze Stadt in den Wolken, aber es reicht. So. Da habe ich zum Glück einiges gesammelt von. Deswegen kann ich jetzt so hoch. Hopp, hopp. Oh, aha. Ich packe das besser in beide Hände. So. Und hoch geht's. Eigentlich dadurch, dass ich springen muss, immer ist man nicht wirklich schneller, wenn man es in beiden Händen hat. Aber es macht auch nichts aus. Also was soll's. Immer noch nicht oben. Immer noch nicht. Aber bald. Kann sich nur noch um Tage handeln. Hoppala. So, und schon bin ich da. Hallo? Hallo? Niemand zu Hause? Ah, hallo! Hoppala. Und zack! Oh, da ist offenbar noch jemand. Autsch. Schön hier oben bleiben. Ich brauche deinen Loot. Ah, hier haben wir eine Forest Rune. Kein Ziel. Die droppen hier zwei verschiedene Arten von Marken. Was hast du? Jetzt rede ich schon mit Kisten. Packen wir das mal zusammen. Dann können wir das hier noch mitnehmen. Hallo, noch jemand hier?
Kisten, yay! Das nehmen wir auf jeden Fall mit und das Treasure, also das Treasure Ember und den Mond, das Mondeisen nehmen wir beides auf jeden Fall so. Wachs kann man schon mal ein bisschen zurücklassen. Besonders wenn man noch überhaupt keine Verwendung dafür hat. Ja, die beiden Milkstones, das waren auch hier. Ist hier noch was? Nein. Da war ein Weg nach oben, da gehen wir auch mal hin. Und, oh, da haben wir einiges. Sassy Lasso Emote. Was soll bitte das sein? Auf jeden Fall ein weiteres Rezept für Möbel, nehmen wir auch mit. Das behalten wir mal. Die Äpfel brauche ich nicht. Titus Quoll nehmen wir auch mit. Das Herz auch, das brauchen wir später. Hier den Sand, also den gelben Sand brauchen wir nicht unbedingt. Der scheint mir absolut unselten. Okay, das war das Emote. Dann nehmen wir das mit. Holz kann ich durchaus gebrauchen. Okay, der Sand bleibt doch hier. So. Und noch eine Kiste. Noch ein Treasure Amber. Yay. Aber das bedeutet, ich muss leider noch was zurücklassen. So. Und hier scheint nichts weiter zu sein. Außer natürlich, man zählt die Aussicht mit. Autsch. Noch eine Truhe, die habe ich aber schon geöffnet, also keine weitere, sondern noch einmal die gleiche. Nicht nur die gleiche, sondern dieselbe. Gut, ich denke, ich habe jede Truhe aufgemacht, die da drin war. Und Abkürzung! Au. Nicht tief genug. Hier muss ich hin. Oh, mir fällt gerade auf, ich kann inzwischen die Karte verschieben. Sehr schön. Ging früher nicht. Hab's trotzdem immer wieder versucht, wie eben. Bloß, dass es eben mit diesmal tatsächlich klappt. Sehr schön. Mir gefällt diese natürliche, in Anführungszeichen, Brücke. So, das große Haus, unser Rechten, hat den Weg nach unten. Aua! So. Und zack. Und hoppala. Hoppala. So. Die Markendrops scheinen allerdings sich dafür reduziert zu haben. Dafür, dass man jetzt in den Truhen so viel hat. Und auch aus den Möbelstücken sehr viel bekommt, das man gerne haben würde. Autsch. Hoppala, Ausdauer regenerieren und Ausdauer regeneriert. So. Aua. Schießhunter los. Aua. Ein Stückchen weiter rechts von dir aus gesehen. Und zack. Hoppala, da habe ich schon wieder Möbel kaputt gemacht. Wollte ich doch gar nicht. So. Aber ich habe wieder Runen bekommen. Sehr schön. Ich dachte eigentlich, der hier hinten hätte auch eine gedroppt gehabt, aber... Ach nee, da ist er.
Da dachte ich schon kurz, ich wäre fehlbar. Hier oben sind keine Truhen, aber Bluteisen. Droppt bloß leider nicht. Oh Gott. Ein überschwemmtes Gebiet. Zum Glück nicht vollständig überschwemmt. So. Checkpoint gesetzt. Dann geht's jetzt los. Hoppala. Auf in den Kampf. Aua. Oh, jetzt bleib doch mal stehen. Und pack den Schild weg. Es gibt eine Schildbrecherattacke, aber ich weiß nicht genau, wie die funktioniert. Okay, offenbar war es das. Einfach die aufgeladene Attacke, aber... Warum heißen die dann unterschiedlich? Ich hatte jetzt wieder eine Umfrage im Briefkasten. Also, in der... verdammt nochmal. Im E-Mail-Postfach. Da wurde man wieder gefragt, ob man bestimmte Attackentypen kennt. Diese Umfrage gab es schon in der letzten Alpha. Da war Blocken mit Schild, kenne ich natürlich. Das sehe ich bei den Gegnern oft genug. Dann Parieren mit Schild. Ich nehme an, das bedeutet, dass man noch Schaden macht, wenn man blockt. Bin mir aber nicht sicher und ich habe keine Ahnung, wie man das einsetzen soll. Da fehlen manchmal doch die Tutorials. Die Schrauben würde ich schon gerne mitnehmen. Ja, mir wird das nicht mehr mit. Oh Gott. Das sind viele Leute. Aber wenigstens hat keiner ein Schild. Oh Gott. Gut, der hat mich jetzt im Flug erwischt, allerdings hat er sehr wenig Schaden gemacht. Oh Gott, der Champion macht dafür aber umso mehr. Autsch. Ich hatte doch Essen bei, da ist es. Uiuiui, das heilt aber ganz schön. Also das ist wirklich ziemlich gebufft worden. Okay, vielleicht habe ich mich auch geirrt, was die Marken angeht. Die scheinen doch noch so oft zu kommen wie früher, bloß hatte ich eine kleine Pechsträhne, was das angeht. Oh, ein Stück Rüstung. Gut, legen wir das mal kurz ab. Gucken wir uns die Rüstung an. Was ist das? Mondstahl. Und, beziehungsweise Mondeisen. Ne, doch nicht. Mondstahl, Leafsplitter. Okay. Und hat eben die 18%. Ja. Schutz noch gegen Waldkreaturen. 88 Schaden. Ja, ist besser. Gut, es verlangsamt mich ein klein bisschen, aber was soll's. 7 Komponenten kriegt man daraus. Und zwar verschiedene Arten. Das heißt, das kann ich jetzt nicht dismindern. Das würde nur dafür sorgen, dass ich zu viel Zeug habe. Die lasse ich jetzt einfach mal liegen. Ich habe ja die weißen Keystones. Oh, da habe ich eine Truhe übersehen. Sehe ich gerade auf der Karte. Da haben wir... Ja, noch ein bisschen Mondeisen. Sehr schön. Und tschüss. Ich habe keine Zeit, mich mit Schildträgern rumzuärgern. Uppala. Fighting Pit. Hier kommen gleich viele Gegner. Hallo. Entschuldigung. Aber
Autsch. Na, hier muss ich gleich meine Theorie überprüfen. Aua. Aua! Entschuldigung, Entschuldigung. Okay, kümmern wir uns erstmal um die Jäger. Autsch. So. Und so. Warte. Sprintergriff. Uppala. Verfehlt. Egal. So. Theoretisch müsste ich hier nämlich ganz viel Mondstahl kriegen. Aber das sieht aus, als wäre es doch nur Graueisen. Und das heißt auch Mondeisen, nicht... oder? Ja, Mondeisen. Mondstahl ist total unlogisch. Uah. Das ist eine große Anzahl von Gegnern. Und zack. Das Schöne ist, wenn die alle zusammenstehen... Uah. Oh Gott. Entschuldigung. Wenn die alle zusammenstehen, dann behindern die sich. Weil sie nicht schlagen können. Jedenfalls nicht die hinteren. Jedenfalls nicht ohne sich gegenseitig zu hauen. Da. So zum Beispiel. Und hopp. Autsch. Deswegen sind die Kämpfe eigentlich relativ einfach. Besonders natürlich dann, wenn man einigermaßen gutes Equipment hat. Zack. Hoppala. Aber wenn sie einmal erwischen, dann ist es gefährlich. Weil die dann ein wahrscheinlich alle erwischen. Autsch. Hatten wir nicht gesagt, dass ich keine Zeit habe, um mich auf die Kämpfe einzulassen? Danke sehr. Autsch. Oh, aber der da scheint auch überhaupt kein Interesse am Kampf zu haben. Die Sprintangriffe mag ich recht gerne, allerdings sind die so selten praktisch einsetzbar. Die hier. Wenn jemand weg kann, kann man die gut benutzen, oder wenn man wirklich eine Entfernung überbrücken muss. Das Problem ist, die verbrauchen recht viel Ausdauer, weil man ja die Strecke vorher schon rennt. Und... hoppala. Und letzter Schlag. Ups. Und jetzt letzter Schlag. Na gut, jetzt. Jetzt. Gut, dann schlagen wir ihn so. Oh, verdammt nochmal. Entschuldigung. Und jetzt geht's aber ganz schnell weiter. Den Bosskampf kann ich auch gar nicht mehr machen. Ich muss einfach wegrennen. Durchrennen. Weil sonst überziehe ich schon wieder. Das will ich nicht. Entschuldigung. Oh, Zellenblock. Toll. Ups. Oh, erstmal kriege ich hier noch Roteisen. Bluteisen. So. Oh, hier kriege ich auf jeden Fall Bluteisen. Aua. Was geben wir dafür ab? Hier, das. Das ist aber nicht alles, was hier an wertvollem Zeug ist. Hier, das können wir noch abgeben. So. So, wo geht's denn lang? Ah, da oben. Hoppala. Autsch. Oh, noch ein bisschen Schießpulver. Sehr schön. Schnell, 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 schnell. Ich überziehe gerade schon wieder. Da habe ich extra das Abenteuer zwischendurch pausiert. Die Tür kann ich nicht kaputt machen. Das ist schade.
Los. So, das war das. Verzeihung. Ja, gegen den Guardian werde ich erst recht nicht kämpfen wollen jetzt. Kämpfen. Hier, jetzt. Aus dem Weg. Okay, es sind zwei Dinge der Kiste, die ich haben möchte. Oh, was haben wir denn hier? Ah, noch mehr Schießpulver, sehr schön. Das heißt, ich brauche Platz. Die roten Fenster gefallen mir, die gelben nicht so sehr. Das heißt, ich nehme die roten mit. Setch brauche ich sowieso nicht. Aber... ups. Da bin ich in der falschen Zelle. Das nehmen wir auch noch mit. Sehr schön. Tja, jetzt hast du ein kleines Problem, ne? Oh, Moment mal. Tja, Pech. Der hat wohl nie geachtet, auf seine Umgebung zu achten. Nie gelernt, auf seine Umgebung zu achten. Verdammt! Ja, den kann ich jetzt wegschmeißen. Und das brauche ich auch nicht wirklich. Das hier kann ich allerdings noch beides gut gebrauchen. Beides ist gut. hier die Pfeile. Pfeile kann man sich immer wieder neu herstellen. So. Was habe ich jetzt stattdessen genommen? Ach, falsch. So. So. Fertig. Raus. Gut, dann beende ich jetzt die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der wir dann auch sehen werden, was ich bekommen habe. Es tut mir leid, dass ich hier überzogen habe. Und ja. Hinterlasst Kommentare. Adios. Und lebt wohl.